alle Hände voll zu tun. Unzählige Helfer vom THW, der Feuerwehr und den Maltesern sind dabei, bis zum Sonnabend die Sporthalle in Damme bewohnbar zu machen. Mit 1000 Holzplatten werden Trennwände gebaut, sodass 28 Räume entstehen. Hier kommen dann jeweils 6 Stockbetten rein. Wie viele Flüchtlinge hier unterkommen werden, ist zurzeit noch nicht absehbar. Weitere Informationen gibt es Samstag in der gedruckten Ausgabe der OV und im E-Paper.